Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Am frühen Nachmittag starten wir dann zum letzten Abschnitt unserer Hinreise. Wir bedanken uns bei Manjo für den tollen Service und verabschieden uns sehr herzlich von ihm. Die Route führt uns parallel zur italienischen Westküste bis an die Straße von Messina. Dort wechseln wir hinüber nach Sizilien und folgen der Küstenlinie bis nach Syrakus. Im linken Cockpitfenster begleitet uns der Apennin. Im rechten sehen wir eigentlich nur die Weiten des Tyrrhenischen Meeres, nur einmal unterbrochen von der Silhouette des stets aktiven Vulkans und der gleichnamigen Insel Stromboli. Erst als sich Sizilien vom Horizont abzeichnet, wird es wieder spannend. Wir müssen durch eine komplizierte Luftraumstruktur fliegen, die von einem militärischen und zwei zivilen Airports überwacht wird. Zunächst rufen wir Regio Approach für eine Freigabe des Weiterfluges hinüber nach Sizilien. Die Freigabe der Lotsen kommt sofort, allerdings anders als erwartet. Statt wie requested November 1, November 2, Whisky 1, Whisky 2, flötet mir die Controllerin ein typisch italienisch flott gesprochenes Favazzina Villa San Giovanni Tremestieri Rocca Lumiera entgegen. What the hell was that? Beinahe wäre mir der Spruch so herausgerutscht. Stattdessen ein in solchen Fällen übliches Standby. Das einzige, was ich verstanden hatte, war San Giovanni. Ich suche auf meiner Karte also verzweifelt nach diesem Pflichtmeldepunkt, aber dann erlöst mich die Controllerin doch noch und benutzt die Kürzel für die Pflichtmeldepunkte. Aber wir haben nun die Lektion verstanden. In Italien haben viele Waypoints nämlich richtige Namen. Und die Lotsen erwarten tatsächlich auch von Ausländern, dass sie diese verstehen, italienisch korrekt aussprechen und anwenden. Wir wechseln nun auf die Küstenlinie Siziliens und kurze Zeit später baut sich der Ätna aus dem Dunst kommend vor uns auf. Wieder macht sich Demut breit. Man sieht sofort, gegen diesen Kavenzmann ist der Vesuv nur ein kleiner, bescheidener Hügel. Es geht vorbei an Taormina und Giardini Naxos, zwei Touristenhochburgen hier auf Sizilien. Und dann der letzte Abschnitt. Die Kontrollzone des Airports Catania liegt vor uns. Wir erhalten die Freigabe jedoch nicht sofort,
Der Controller schickt uns zunächst nur bis zum Hafen und anschließend auf einen 360-Ride über die Stadt, was wir direkt als Einladung verstehen, den Dreiklang Catania, Etna und das Meer zu genießen. Und dann verstehen wir auch, warum wir warten müssen. Ein Airliner landet gerade auf der Piste 08 und solange der durchzustarten droht, dürfen wir natürlich nicht vorbei. So denke ich, das war's. Dann mal vorbereiten auf die Landung in Siracusa. Aber von wegen. Rufen Sie Sigonella Tower, heißt es, anstatt der erwarteten Verabschiedung. Sigonella ist ein Militärairport in unmittelbarer Nähe, der uns nun an die Hand nimmt und peinlichst genau darauf achtet, dass wir uns genau zwischen den beiden Verbotszonen bewegen. Danach dürfen wir endlich die Frequenz wechseln. Kurze Zeit später haben wir es dann geschafft. Nach gut 10 Stunden Nettoflugzeit sind wir im Süden Siziliens angekommen, am Airfield Siracusa. Wir werden bereits erwartet. Roberto ist einer der Verantwortlichen hier am Platz. Ich hatte vorher Kontakt mit ihm, sodass er genau weiß, wann wir kommen und weist uns nun in die Geheimnisse seines Flugplatzes ein. Hier bleiben wir nun die nächsten 4 Tage und genießen dem Estate Siciliana den sizilianischen Sommer.